So, willkommen zurück zu Open Data und Resilient Cities. Ich hoffe, ihr habt den Mut gehabt, ein bisschen die Netzwerkfunktion zu nutzen und fremde Gesichter live gesehen. Das lohnt sich immer sehr. Ich würde euch gerne unsere zwei nächsten Expertinnen vorstellen. Und zwar, die die Session leiten werden. Und zwar ist es Victoria Böck. Victoria Böck ist die Leiterin für die Open Data Informationsstelle der Technologiestiftung Berlin und hat vorher Public Policy in der Hertie School of Governance studiert. Hallo, guten Morgen. Hallo. Und hilft Mitarbeitern der Berliner Verwaltung mit dem Thema Access to Open Data. Darum wird es nämlich jetzt gehen. Und als zweites, guten Morgen, haben wir Claudia Jach dabei. Da kommt Claudia zu. Schön. Hallo, Claudia. Sie ist Projektmanagerin bei Code for Germany, ist Politikwissenschaftlerin und auch Projektmanagerin bei der Open Knowledge Data Foundation. So, ihr habt die Session vor uns. Alle Teilnehmer gerne nochmal viele Fragen stellen in den Chat. Ich übergebe das Wort an euch. Guten Morgen. Super. Guten Morgen. Danke für die Einleitung. Ich werde zuerst mein Screen teilen. Kurzen Moment. So, ich glaube, jetzt sollte das für alle sichtbar sein. Bitte schreibt in den Chat, falls irgendwas nicht funktioniert. Wir haben auch ein Auge drauf. Sonst würde ich anfangen. So, guten Morgen alle. Wie schon gesagt, ich bin Victoria Böck, ich bin bei der Technologiestiftung Berlin und leite da das Projekt Open Data Informationsstelle. Ich bin hier mit Claudia Jach, die das ehrenamtliche Netzwerk Code for Germany koordiniert. Das ist so ein Netzwerk von Menschen ganz Deutschland, die sich für Themen wie Open Data, Transparenz, Open Source interessieren. Und gemeinsam wollten wir dann heute über das Thema Open Data und resiliente Städte sprechen. Wir haben dieses Thema ausgewählt für verschiedene Gründe. Also erstens passt das aus unserer Sicht sehr gut zum Sommerfest vom City Lab Berlin, weil das City Lab sich natürlich viel mit Fragen zu Zukunftsfähigkeit von Städten befasst, was auch dann sehr relevant fürs Thema Resilienz in Städten ist. Aber natürlich ist das Thema auch gerade besonders treffend, weil wir uns natürlich momentan in eine Krisenzeit befinden. Also in der Pandemie. Und hier haben wir alle persönlich erfahren, dass gefühlt in einem Augenblick, also von einem Tag auf den anderen, dass unsere Welt, unser alltägliches Leben sich komplett verändern kann wegen einer Krise. Und einige von diesen Krisen kann man schon ein bisschen im Voraus vorhersehen und einige kommen sehr plötzlich an. Und deshalb haben wir uns gefragt oder wollten wir dann überlegen, wie können Städte sich besser auf solche Situationen vorbereiten und durch solche Situationen kommen? Und insbesondere dann, was für eine Rolle kann Open Data bei solchen Situationen spielen? Weil es ist wichtig, zu betrachten oder im Blick zu halten, auch wenn die Situation heute sich besonders fühlt, besonders einzigartig fühlt, die Realität ist, eine Stadt wie Berlin hat schon viele Krisen erlebt, wird schon noch mehr Krisen erleben. Und wir sollten dann wirklich daran denken, wie können wir mit solchen Krisen klarkommen und besser unsere Städte darauf vorbereiten. Zuerst muss man aber natürlich ein gemeinsames Verständnis dafür haben, was wir dann meinen mit Resilienz. Also was ist dann eine resiliente Stadt? Zu beantworten dieser Frage haben wir ein Paper von der Stiftung Neue Verantwortung gefunden, wo wir gedacht haben, das fasst ganz gut zusammen eigentlich, was eine resiliente Stadt ist oder was sie kann. Und wir haben hier so drei Kernmerkmale ausgewählt, die für uns das ganz gut präsentiert. Erstens, eine resiliente Stadt ist eine Stadt, die kurzfristige oder langfristige Schocks bewältigen kann. Das heißt, das ist eine Stadt, die so wirklich robust hat, die eine gewisse Robustheit hat. Es geht hier darum, dass die Stadt wirklich erstens die Maßnahmen hat, die Strategien hat, um durch eine Krise zu kommen, um Bürgerinnen zu unterstützen, um Strukturen aufrecht zu erhalten, also um einfach das wiederzustehen. Zweitens aber ist eine resiliente Stadt eine Stadt, die sich während eines Schocks
anpassen kann. Das heißt, es ist eine Stadt, die nicht immer auf die gleiche Lösungen, Maßnahmen zugreift für jede Situation, wenn es möglicherweise schon gezeigt wurde, dass es andere Wege gibt, mit so einer Krise klarzukommen, andere Arten von Lösungen. Also eine resiliente Stadt ist eine Stadt, die dann merkt, wenn es möglicherweise bessere Lösungen gibt und dann in der Lage ist, sich schnell anzupassen, was Neues auszuprobieren und wirklich eine gewisse Flexibilität zu zeigen. Und letztens, eine resiliente Stadt ist eine Stadt, die sich rasch erholen und aus der Erfahrung lernen kann. Wir haben ja am Anfang gesagt, Krisen sind nichts Neues und wir werden die immer haben in unseren Städten. Das heißt, es ist wichtig, dass Städte die Möglichkeit haben, zu erkennen, okay, wir hatten eine Krise, wir haben diese Erfahrungen gemacht, wir haben diese Maßnahmen, Strategien benutzt, um mit dieser Krise klarzukommen. Das hat gut funktioniert, das hat überhaupt nicht gut funktioniert. Das nächste Mal greifen wir zuerst auf das, was gut funktioniert hat, und dann können wir vielleicht schneller agieren, können wir eventuell schlimme Folgen vermindern oder komplett vermeiden und dann wirklich aus dieser Erfahrung lernen, um zukünftige Krise besser heranzugehen. Also das heißt, eine gewisse Lernfähigkeit ist für eine resiliente Stadt extrem wichtig. Wir haben denn hier auch von Schocks gesprochen und da muss man dann natürlich auch klären und etablieren, was meinen wir dann mit einem Schock? Wie sieht ein Schock aus? Es gibt so zwei Hauptkategorien von Schocks, die eine Stadt erleben kann. Die erste ist so kurzfristige Schocks. Die sind Schocks, die vielleicht nicht wirklich vorhersehbar sind und die sehr plötzlich erscheinen können, auftauchen können, wo eine Stadt sehr schnell darauf reagieren muss. Die können natürlich Naturkatastrophen sein. Das ist so ein klassisches Beispiel davon. Ein Erdbeben zum Beispiel, die Teile von einer Stadt zerstört, ist schwer zu vorhersehen. Aber natürlich muss die Stadt, sobald das passiert, sehr schnell darauf reagieren, sehr schnell bestimmte Maßnahmen greifen, sehr schnell arbeiten, um die Bürgerinnen der Stadt zu unterstützen, Sachen neu zu bauen und so weiter. Eine Gesundheitskrise kann auch so eine kurzfristige Schock sein. Natürlich war die Pandemie gerade teilweise vorhersehbar, aber trotzdem haben wir erlebt, dass die Situation sich radikal geändert hat in wenigen Wochen. Und da musste dann auch unsere Städte sehr schnell entscheiden, was müssen wir dann tun, um unsere Bürgerinnen zu schützen und um die Verbreitung von dem Virus hier aufzuhören. Und letztens eine andere Art von kurzfristigen Schocks, dann auch wirtschaftliche Krisen. Also Situationen, wo es plötzlich nicht mehr möglich ist, für bestimmte Arten von Geschäfte ihren normalen Umsatz zu machen, wo plötzlich gewohnte Standardgeschäftsmodelle nicht mehr möglich sind und viele Menschen nicht in der Lage sind, ihre normale Berufstätigkeit auszuüben. Da müssen auch Städte schnell agieren und schnell eingreifen, um die Folgen der Situation zu mindern. Langfristige Schocks sind dann Schocks, die mehr oder weniger vorhersehbar sind. Man kann sehen, okay, wir werden in ein Jahr, in zwei Jahren wirklich ein großes Problem damit haben. Trotzdem ist das ein Schock, weil die Änderung so groß ist, dass man überlegen muss, ob man Strukturen komplett neu denken muss, zum Beispiel. Ein Beispiel für einen langfristigen Schock ist so demografische Wandlungen. Wenn eine Stadt merkt zum Beispiel, dass die Bevölkerungsstruktur immer älter wird und dann muss man anfangen zu überlegen, ob wir neue Strukturen brauchen, ob wir vielleicht bestimmte Bereiche neu automatisieren müssen, weil es uns fehlt, die junge Arbeiterinnen, die das machen würden. Eine Stadt muss sich dann Gedanken darüber machen. Und dann natürlich ökologische Wandlungen. Die Klimakrise ist ein klassisches Beispiel von einem langfristigen Schock. Es ist nicht, als ob von einem Tag auf den anderen, dass wir plötzlich eine Klimawandlung hatten. Es ist eher, wir haben langfristig gemerkt, die Temperaturen werden immer höher, wir bekommen immer weniger Regen. Wie kommen wir als eine Stadt damit klar? Wie können wir unsere Städte auf diese neue Realität vorbereiten?
Und jetzt dann kommen wir zum Thema Open Data. Und hier haben wir zwei Kernfragen gestellt, die wir dann in dieser Präsentation klären wollten. Das erste ist dann natürlich einfach die Frage, was ist dann die Verbindung zwischen Open Data und Resilienz? Wie können wir dann anhand von Open Data, durch Open Data, mehr Resilienz in unsere Städte fördern? Aber wir finden auch wichtig die Frage, wie müssen wir Open Data gestalten, sodass sie zu mehr Resilienz führen? Das ist für uns wichtig, weil natürlich, es reicht einfach nicht zu sagen, okay, wir haben irgendwelche Daten in irgendein Portal hochgeladen, bereitgestellt, wir haben Open Data gemacht und jetzt sind wir resilient. Natürlich ist das nicht so einfach und man muss sich dann wirklich Gedanken darüber machen, wie das am besten zu gestalten, also Open Data, sodass Städte wirklich die Chance haben, sich resilienter zu gestalten. Und dann gebe ich zu Claudia rüber. Ja, vielen Dank. Ich würde mit der ersten Frage beginnen. Wie kann Open Data zu mehr Resilienz führen? Wir haben eingangs die drei Faktoren Robustheit, Flexibilität und Lernfähigkeit für eine resiliente Stadt kennengelernt. Diese Faktoren haben wir grob auf die technischen und gesellschaftlichen Merkmale von Open Data runtergebrochen. Diese Listen sind natürlich nicht abschließend und sie überschneiden sich auch in Punkten. Gemeinsam zielen sie aber auf Transformation ab. Wir haben eben gelernt, bei Resilienz geht es zum einen darum, Strukturen zu schaffen, aber Resilienz bedeutet auch Adaptionsfähigkeit. Das heißt, dieses Transformationspotenzial von Open Data sollten wir immer im Hinterkopf behalten. Auf der technischen Seite hat Open Data die Fähigkeit, digitale Lösungen für große Gruppen nutzbar zu machen. Jetzt die Frage, warum ist das wichtig für Resilienz? Wir haben in Krisen oft die Situation, dass große Bevölkerungsgruppen von den gleichen oder zumindest den ähnlichen Problemen betroffen sind. Deswegen macht es Sinn, dass wir Lösungen auch skalieren können. Lösungen auf der Basis von Open Data können zudem schneller entwickelt werden. Das hängt natürlich zum einen mit der Automatisierung zusammen. Erforderliche Daten müssen im besten Fall nicht erst zusammengetragen werden. Und natürlich können alle die Daten nutzen und auf sie zugreifen. Schnelligkeit beeinflusst also auch, ermöglicht eine Vielzahl an Lösungen, eine Vielfalt an Lösungen. Und allgemein, Entschuldigung, ist Schnelligkeit im Krisenhandeln natürlich ein wichtiger Faktor. Open Data ermöglicht zudem Querverbindungen zwischen Anwendungen. Es ist möglich, auf bestehenden Lösungen aufzubauen und diese Anwendungen miteinander zu verknüpfen. Krisen wirken immer disruptiv und Lösungen, die Kontinuität ermöglichen, auf bestehendem aufbauen, können an dieser Stelle stabilisierend wirken. Diese Kontinuität schließt allerdings Innovation nicht aus. Wir können nicht alle Schocks antizipieren und deswegen muss es auch immer möglich sein, Raum für neue Lösungen zu haben. Der letzte Punkt, Infrastruktur, ist, denke ich, nochmal für Resilienz von besonderer Bedeutung. Wir kennen das zum Beispiel aus dem Katastrophenschutz, dass wir bestimmte Akteure haben, die die Strukturen schaffen, um in Krisen dann agieren zu können. Ob wir jetzt das Rote Kreuz, den THW, was auch immer nehmen, die dann die entsprechenden Werkzeuge haben. Auf Open-Data-Seite wäre das Äquivalent zum Beispiel die eben angesprochenen Open-Data-Portale, geschultes Personal, das mit Open-Data umgehen kann und auch freie und offene Software. Bei den gesellschaftlichen Faktoren, die auf Seiten von Open-Data zu Resilienz beitragen können, steht an erster Stelle die Transparenz. Transparenz führt zu Legitimation und Vertrauen und stabilisiert damit auch unser demokratisches System, in Krisenzeiten natürlich ein großer Wert. Open Data ermöglicht zudem konstruktiven und informationsbasierten Austausch. Wir wissen, in Krisen suchen Menschen nach Antworten und es liegt an uns, die Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, dass Falschberichterstattung entgegengewirkt wird, Falschinformationen entgegengewirkt wird und sich Menschen eigenständig informieren können und somit auch widerstandsfähiger gegenüber Einflussnahmen werden. Open Data legt zudem vielfältige Vulnerabilitäten in einer Gesellschaft offen. Wir alle blicken auf die Welt mit verschiedenen Brillen und sehen deswegen auch verschiedene Probleme oder verschiedene Lösungen natürlich auch. Das hängt mit unseren Lebenserfahrungen zusammen.
Und es führt aber häufig dazu, dass die Leute, die auf die Daten blicken, Lösungen vielleicht nur für laute oder sichtbare Mehrheiten schaffen. Open Data bietet das Potenzial, dass wir auch besonders gefährdete Gruppen in Krisen berücksichtigen können. Minderheiten, Kinder, ältere Menschen und so weiter. Das hängt sehr stark mit dem nächsten Punkt zusammen, den ich auch ansprechen möchte, dass Open Data die Grundlage für Beteiligung und Kooperation bietet. Diese Formen von Partizipation ermächtigen Gesellschaften als Ganzes, und je mehr Menschen die Fähigkeit bekommen, sich an neue Lagen anzupassen und an Lösungen für diese neuen Lagen mitzuwirken, desto resilienter werden auch die Stadtgesellschaften als Ganzes. Der nächste Punkt mag einige überraschen. Was hat die Unabhängigkeit von Großkonzernen eigentlich mit Resilienz zu tun? Da geht es zum einen um die Datensouveränität der Verwaltung, selbstständig über ihre öffentlichen Daten bestimmen zu können, wie sie mit ihnen umgehen. Da kommt auch der Faktor Schnelligkeit wieder ins Spiel. Aber vor allem geht es darum, in Krisenzeiten Entscheidungen zu treffen, die nicht von marktwirtschaftlichen Interessen geleitet sind, sondern die Bedürfnisse aller Bürgerinnen in den Vordergrund stellen. Öffentliche Daten gibt es natürlich für vielfältige Bereiche, und Open Data kann damit auch auf viele verschiedene Schocks vorbereiten. Ich möchte noch einmal wiederholen, wir haben gesagt, Resilienz bedeutet Strukturschaffung, aber auch ständiges Anpassen, und offene Daten, die laufend aktualisiert werden, geben uns somit auch die Möglichkeit, die Tragfähigkeit unserer Lösungen laufend zu überprüfen und entsprechend anzupassen. All diese Faktoren haben wir in einem Handbuch zusammengefasst zur Krisenresilienz von Verwaltungen. Das heißt, wer Interesse daran hat, sich mehr mit dem Zusammenhang zwischen Open Data und Resilienz auseinanderzusetzen, kann das unter dem Link tun, den ich da eingebettet habe. Das bringt mich auch schon zu unserer zweiten Frage, die wir aufgeworfen haben. Wie müssen wir denn dann Open Data gestalten, damit wirklich das volle Potenzial für Resilienz ausgeschöpft werden kann? Ich habe eben immer schon mal angedeutet, wo es Verbesserungspotenzial gäbe. Das möchte ich jetzt noch einmal zusammenfassen. Da stehen an erster Stelle die technischen Spezifikationen, vor allem in Bezug auf Formate und Schnittstellen. Wir müssen international anerkannte Standards entwickeln bzw. diese umsetzen. Warum internationale Standards? Wir haben eingangs verschiedene Schocks vorgestellt, und die wenigsten von denen wirken nur lokal auf die lokalen Stadtgesellschaften. Die meisten Schocks, die Städte heute erleben, haben globale Ausmaße, weshalb wir auch diese Globalität berücksichtigen müssen. Zudem muss die Qualität der Daten gesichert werden, insbesondere im Hinblick auf die Vergleichbarkeit. Also die Bezeichnung, die Metadaten müssen vergleichbar sein. Das verbessert auch unsere Lernfähigkeit, also einen dieser zentralen drei Faktoren für resiliente Städte. Wenn die Daten vergleichbar sind, können wir zum einen aus unserer eigenen Vergangenheit und unserem eigenen Handeln lernen, aber auch von dem Handeln von anderen Teilen der Welt. Neben dieser Qualität gibt es auch quantitative Faktoren. Ich habe Schnelligkeit mehrfach erwähnt, Automatisierung. Das setzt allerdings voraus, dass wir Daten proaktiv veröffentlichen und nicht erst die entsprechenden Daten in einer Krise uns mühsam zusammensuchen müssen. Für diese Art der proaktiven Veröffentlichung setzen wir auf einen Kulturwandel in den Verwaltungen, einmal nach innen, dass Kollaboration zwischen verschiedenen Ressorts erhöht wird, aber auch nach außen im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft. Ich hatte es auch schon angerissen, wir reden von Infrastrukturschaffung, und ein Teil davon ist natürlich, die IT-Kompetenz in Behörden zu erhöhen, die Verwaltung zu ermächtigen, selbstständig auf der Grundlage von Open Data zu handeln. Das wiederum braucht natürlich das politische Bekenntnis zu Open Data und damit einhergehend die rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen für die Weiternutzung von öffentlichen Daten. Wir haben jetzt sehr viel theoretische Faktoren vorgestellt, und im Folgenden möchten wir euch noch ein paar praktische Beispiele für den Zusammenhang zwischen Open Data und Resilienz vorstellen. Als erstes Beispiel
Es kommt aus der Pandemiezeit, aber hat nicht unbedingt was mit Gesundheit zu tun, sondern mit der Wirtschaft. Und haben hier als Schock identifiziert, dass während dieser Pandemie, wir haben erlebt, dass es diesen plötzlichen Umbruch in Alltagsgeschäft für lokale Geschäfte gab. Also, dass viele Geschäfte plötzlich erlebt haben, die können nicht mehr wie gewohnt ihre Ware anbieten oder ihr Kaffee betreiben oder sowas. Und viele Geschäfte haben dann versucht, sehr schnell neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Vor allem, dass viele angefangen haben, Lieferservices anzubieten oder Waren zur Selbstabholung oder sowas. Die haben aber dann natürlich ihre Öffnungszeiten ändern müssen. Und auch die für die es möglich war, neue Geschäftsmodelle auszuprobieren, die brauchen irgendeinen Weg zu kommunizieren nach außen. Wir sind noch da, also wir sind noch für euch da, ihr könnt noch vorbeikommen, aber jetzt bieten wir nur das an oder wir bieten jetzt was komplett anderes an als vorher. Und dann, wir haben dann aus dieser Krise gesehen, dass Open Data hier auf jeden Fall helfen kann, lokale Geschäfte durch so eine Krise zu kommen. Wir haben dann hier zwei Beispiele ausgewählt, die so eine ähnliche Grundlage haben. Zuerst, es gab das Projekt Lokalwerkt aus dem Code for Germany Kreisen. Die Idee von dieser Plattform ist, dass hier werden Daten zu Standorten von Geschäften in Kommunen gesammelt anhand von OpenStreetMaps-Daten. Und auf dieser Seite ist es dann möglich, dass Besuche auf der Seite neue Öffnungszeiten oder neue Dienste von bestimmten Geschäften eintragen können, so ein bisschen so crowdsourced Daten. Und das Schöne daran ist, dass die Daten aus dieser Seite dann wiederum als Open Data angeboten werden. Das Gleiche oder was Ähnliches haben wir dann auch in Berlin gemacht. Das war ein Projekt von der Open Data Informationsstelle zusammen mit der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe und andere Akteuren der Stadt, also IHK Berlin, die Bürger Berlin. Und hier haben wir Daten gesammelt zu Geschäften in Berlin, die aktuell, also in der Pandemiezeiten, also als es wirklich schlimm war, die Lieferungen angeboten haben oder Selbstabholungsdienste angeboten haben. Wir haben diese Daten gesammelt und wir haben die als Open Data verfügbar gemacht. Und das Schöne daran, wenn man solche Daten als Open Data bereitstellt, dann müssen die Geschäfte nicht mehr ihre Daten auf vielleicht 10 verschiedene Plattformen eintragen, um zu sagen, wir sind noch für euch da. Das ist natürlich extrem mühsam für die Geschäfte. Die wissen dann nicht, welche von diesen Plattformen wirklich erfolgreich werden. Und dann natürlich ist es auch viel Arbeit, diese Daten aktuell zu halten. Aber wenn man die Daten sammelt und dann als Open Data bereitstellt, dann haben andere Plattformen trotzdem die Möglichkeit, diese Daten zu nutzen und damit ihre eigene Visualisierungen oder Apps oder andere Anwendungen damit zu entwickeln. Aber die Geschäfte selbst müssen dann nur eine Quelle aktuell halten. Und das ist dann natürlich viel bequemer für die und viel realistischer dann, dass die Daten überhaupt aktuell gehalten werden. Und das ist so ein Beispiel, wie mit Open Data resilienter durch so eine Wirtschaftskrise zu kommen. Das nächste Beispiel ist eins für einen langfristigen Schock, die Klimakrise. Das Projekt Klimawatch kommt aus der Code for Germany Community und zeigt auf, wo die Kommunen mit ihren Klimaschutzmaßnahmen in Bezug zum Pariser Abkommen stehen. Die Maßnahmen werden visualisiert, es wird aufgezeigt, wo nachgebessert werden muss und sie werden nach einzelnen Kategorien aufgeschlüsselt. Wir sehen das auf der Folie, das geht entweder in Grafiken, wird das zum Teil gemacht, zum Teil nach so einfachen Ampelsystemen. Rot ist dann eine Maßnahme, die noch nicht umgesetzt wurde und gelb eine Maßnahme, die schon angefangen wurde. Klimawatch arbeitet allerdings nicht nur mit den offenen Daten, sondern gibt auch Tipps, wie Bürgerinnen ihre politischen Vertreterinnen zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen bewegen können. Wir wissen alle, Klimaschutz muss so schnell wie möglich umgesetzt werden. Wir sehen aber auch, dass nationale und internationale Politik da seit langer Zeit nicht besonders wirksam ist. Das heißt, die Idee hinter Klimawatch ist, das Problem auf kommunaler Ebene anzugehen und zu zeigen, wie auf kommunaler Ebene trotzdem
die internationalen Klimaschutzziele beeinflusst werden können. Es wird also greifbarer gemacht in unserer unmittelbaren Umgebung. Das Projekt ist ein schönes Beispiel dafür, wie wir evidenzbasiert handeln können. Gerade diese Verbindung zwischen den Empfehlungen für Politikerinnen und den einzelnen Datenaufschlüsselungen ist da ein gutes Beispiel für. Gegenwärtig sind die Daten von 8 Kommunen in Klimawatch. Ich habe auch schon gesehen, Berlin wird in der nächsten Zeit dazukommen mit den Daten. Wer allerdings Lust hat, auch die eigene Kommune hier einzufügen, ist herzlich willkommen mitzuwirken. Ich habe den Link zu Klimawatch und dem Projektteam da auch unten eingefügt. Wir freuen uns vor allem auch über Designerinnen und Webentwicklerinnen, die uns dabei helfen, dieses sehr komplexe und schwierige Thema für alle Menschen aufzubereiten. Als letztes Beispiel wollte ich auf jeden Fall ein neues Projekt von Citira Berlin erwähnen. Das Projekt ist Gieß den Kiez und hier geht es um den Schock, auch klimabezogen, aber insbesondere, dass unsere Sommer in Berlin immer heißer werden, immer trockenere werden, also dass wir weniger Regen bekommen und dass die Stadtbäume dann natürlich Schwierigkeiten haben, gut durch den Sommer zu kommen, da die nicht genug Wasser bekommen. Die Idee dann von Gieß den Kiez ist, dass die Seite nutzt offene Daten von Land Berlin zu Standorten von Bäumen und auch Daten zu, wie alt der Baum ist und was für ein Baum das ist. Das ist alles in den offenen Daten vom Land drin. Und dann wird das verknüpft mit Angaben zu Regen in den letzten Tagen und auch eine geschätzte Wasserbedarf von einem Baum. Und dann ist es dann möglich für Bürgerinnen in Berlin zu sehen, erstens, wo gibt es überhaupt Bäume in meiner Nähe und was für Bäume sind die? Und dann zweitens, welche Bäume brauchen möglicherweise meine Hilfe am dringendsten? Und dann ist es auch möglich, in dieser Seite ein Konto anzulegen, wirklich einen Baum zu adaptieren, zu abonnieren, zu sagen, ich werde regelmäßig diesen Baum bewässern. Und dadurch haben wir so ein schönes Beispiel, wie eine Stadt gemeinsam mit den Bürgerinnen sich resilienter gestalten kann. Ich will aber nicht allzu viel zu diesem Beispiel sagen, weil es gibt noch eine Session heute um 14 Uhr zum Thema Gieß den Kiez. Das heißt, wenn ihr gerne mehr über dieses Projekt lernen wollt und wie das entstanden ist und was die zukünftigen Pläne dafür sind, geh gerne zu dieser Session um 14 Uhr mit meinem Kollegen Mirko Hohmann. Wird sicher super spannend sein. Und das war, was wir vor allem präsentieren wollten. Wir haben hier eine kleine Frage zu diskutieren vorbereitet. Es gibt schon einige Fragen im Chat, die können wir auch direkt beantworten. Aber sonst würden wir uns auf jeden Fall dafür interessieren, was eure Gedanken dazu sind, wo oder welche Beispiele kennt ihr, bei denen Open Data Resilienz erwirkt oder das Potenzial hat, Städte gegen Schocks widerstandsfähiger zu machen. Es gibt natürlich viele andere Beispiele, als was wir hier erwähnt haben. Wir würden uns freuen zu wissen, was für Ideen ihr dazu habt. Sonst, wir haben hier ein paar Links gesammelt zu anderen Projekten, zu Open Data, viele davon, die auch für das Thema Resilienz sehr relevant sind, ein paar Twitter-Handles für euch und sonst vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir freuen uns jetzt in Diskussion mit euch zu kommen. Und ich würde dann jetzt direkt einfach den Chat anschauen, weil ich hatte gesehen, dass währenddessen schon einige Fragen gab. Es gab erstens eine Anmerkung von Sibylle Kubale, dass wirtschaftliche Krisen auch ein langfristiger Schock sein können. Das stimmt auf jeden Fall. Also einige davon kann man auf jeden Fall schon im Voraus sehen, dass die kommen und man kann sich darauf vorbereiten. Es gab von Betül Öztemir, ich weiß, sie ist von der Senatsverwaltung Wirtschaft, Energie und Betrieben, ist auch sehr aktiv im Bereich Open Data. Und sie hat gefragt, welche Erfahrungen können wir aus der Corona-Pandemie-Zeit für eine zukünftig resiliente Zeit mitnehmen? Und das finde ich eine super Frage. Ich finde, da haben wir beide was dazu zu sagen. Willst du schon was dazu sagen, Claudia, soll ich? Ja, ich denke, einer der Kernpunkte ist auf jeden Fall die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Zivilgesellschaft. Wir haben das jetzt natürlich bei der Corona-App gesehen, aber auch zum Beispiel im Umfeld des Wir versus Virus-Hackathons sind ja sehr viele Lösungen aus der Zivilgesellschaft heraus entwickelt
worden, die auch in öffentliche Hand perspektivisch übergehen können und da sehr viel für den Austausch und die zwischen Bürgerinnen und Verwaltungen auf die auch die Aufrechterhaltung von Verwaltungsdienstleistungen getan haben. Da gab es zum Beispiel auch Anwendungen zur Beantragung von Arbeitslosengeld, um solche Prozesse zu vereinfachen, wenn viele Menschen davon betroffen sind. Und ich glaube, diese Zusammenarbeit war extrem fruchtbar und hat zu Lösungen geführt, die auch akzeptierter am Ende waren in der Bevölkerung und auch ein breiteres Spektrum von Faktoren und also auch sozialen Faktoren vor allem abgedeckt haben. Das heißt, da sehe ich auf jeden Fall viel Potenzial für die Zukunft. Ja, das würde ich auf jeden Fall zustimmen. Diese Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Zivilgesellschaft haben wir eindeutig gesehen, wie wertvoll das ist und dass man am Ende ein viel besseres Ergebnis bekommen kann, als wenn möglicherweise die Verwaltung oder eine Privatfirma das allein gemacht hätte. Ich finde, auch ein so allgemeines Learning oder irgendwas, was wir merken können, das hat besonders am Anfang, glaube ich, nicht so gut funktioniert, dass einfach Datenaustausch in solcher Situation so extrem wichtig ist. Also nicht nur so zwischen Verwaltungen und Bürgerinnen, sondern auch in Verwaltungen so unter sich oder zwischen verschiedenen Verwaltungseinheiten auf Bundesebene, Länderebene, Stadtebene. Da war Datenaustausch extrem wichtig, dass alle wissen können, wo es Fälle gibt, was die neuesten Zahlen gibt. Und ich glaube, mittlerweile läuft das mehr oder weniger gut, aber ich hatte das Gefühl, am Anfang war das total verwehren, wer welche Daten liefert und auch, ob die Daten überhaupt vergleichbar sind. Also wir hatten vorher von Standards gesprochen, dass das extrem wichtig bei Daten, insbesondere in Krisensituationen ist. Und ich glaube, das sehen wir auf jeden Fall in der Pandemiezeit, dass es extrem wichtig ist zu wissen, wenn wir Fälle messen, messen wir das genau gleich. Ist es wirklich vergleichbar zu sagen, dass diese Kommune so viele Fälle hat, diese Kommune so viel? Können wir dann wirklich sagen, dass eine mehr oder weniger hat? Zuerst müssen wir dann wissen, ob diese Daten wirklich ähnlich erhoben wurden und ähnlich interpretiert werden können. Und Standards sind da extrem wichtig. Und ich habe das Gefühl, da gibt noch in vielen Bereichen, aber auch im Gesundheitsbereich in ganz Deutschland auf jeden Fall noch Luft nach oben. Es gab auch die Frage, ich glaube, die kann man so zusammenbündeln. Also erstens, wie resilient war Berlin in der Corona-Pandemie-Zeit, wenn wir die Resilienz auf einer Skala von 1 bis 10 beurteilen müssten? Und dann so konkrete, welche Daten haben uns in der Corona-Pandemie geholfen, die Herausforderungen von den Corona-Maßnahmen zu meistern? Welche Daten haben uns gefehlt, um resilienter zu sein? Ich glaube, ich würde ungern so diese 1 bis 10 Skala nutzen. Ich finde, es ist kompliziert und ich würde nicht sagen, insgesamt hat Berlin das super schlecht gemacht, aber klar, es gibt immer Verbesserungspotenzial. Insbesondere im Bereich Open Data, ich glaube, das hat etwas länger gedauert in der Stadt, bis wir überhaupt maschinenlesbare offene Daten, also richtig offene Daten zu Fallzahlen zum Beispiel hatten. Also ich glaube, ursprünglich hat die SLGESO und die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, die haben immer so Tabellen, also Bilder veröffentlicht mit Zahlen, aber es hat länger gedauert, bis wir die maschinenlesbare Daten bekommen haben, was natürlich für zum Beispiel die Zeitungen extrem anstrengend war. Die haben eine Verantwortung zu berichten, was gerade in der Stadt passiert, wo die Hotspots sind und sowas. Und das war am Anfang sehr schwierig für die, diese Arbeit zu machen. Ich finde auch diese Frage, welche Daten haben uns gefehlt, um resilienter zu sein, interessant, weil einiges, was mir einfällt, was wir immer noch nicht haben, und ich glaube, diese Daten existieren einfach noch nicht, sind eigentlich Daten zu ÖPNV, so Fahrgastzahlen, insbesondere so aktuelle Auslastung. Weil das wäre super, wenn die Bürgerinnen irgendwie wissen können, okay, die nächste Bahn ist extrem voll, aber die übernächste nicht so voll, dann warte ich lieber noch eine Bahn und dann habe ich mehr Platz da drin. Also diese Daten haben wir noch nicht und ich finde, in so einer Krisenzeit, wie wir jetzt haben, wäre sowas extrem nützlich. Hast du? Ich würde gerne zur ersten Frage auch noch ergänzen. Also ich glaube, diese Bewertung auf der Skala würde ich mir jetzt auch nicht anmaßen. Ich glaube allerdings auch, dass wir
die Resilienz von Berlin als Beispiel jetzt auch noch nicht abschließend bewerten können, weil wir auch noch mitten in der Krise stecken. Das heißt, wie wir uns davon erholen können und wie die Menschen aus dieser Krise hervorgehen, können wir ja zum Teil noch gar nicht abschließend beurteilen. Und da gibt es ja auch noch viele laufende Maßnahmen, die noch umgesetzt werden und ja auch das Potenzial bieten, dann auch an verschiedenen Stellschrauben zu drehen, gerade im Hinblick auf Flexibilität oder Lernfähigkeit, also von diesen drei Faktoren, die wir anfangs vorgestellt haben, denke ich, sind wir auch noch mittendrin. Schauen wir einfach durch. Es gab auch eine Frage von Daniel Senf. Also ich habe dazu, du hast eventuell, Claudia, eine bessere Meinung als ich dazu. Es gibt die Frage, gibt es ein Stadt-Land-Gefälle, was Datenerhebung und Datenbereitstellung geht? Viele Beispiele beziehen sich auf Städte. Also natürlich, das ist, weil wir uns auf Städte fokussiert haben. Aber ich weiß nicht, Claudia, ob du sonst eine Perspektive hast, insbesondere. Also kann ich gerade gar nicht so beantworten. Also es ist ja, Open Data ist ja oft sehr, also kommunal so extrem unterschiedlich, dass sich das gar nicht einheitlich beantworten lässt. Also es gibt ja zum Teil sehr viel kleinere Städte als Berlin, die in Bezug auf Open Data schon sehr viel souveräner sind. Also wenn wir jetzt zum Beispiel an eine Stadt wie Moers denken, ist ja von der Größenordnung schon noch ein anderes Kaliber als Berlin, wo aber viele Sachen schon länger laufen und in der Verwaltung auch fester verankert sind als zum Beispiel in Berlin. Mhm. Schau mal durch, ob es andere Fragen gibt. Es gab auch die Frage, welche konkreten Projekte von Wir versus Virus Hackathon kann die Verwaltung übernehmen? Ich muss aber sagen, da habe ich persönlich keine gute spontane Übersicht, ob es da besonders gute Beispiele gibt. Da gab es so viele Lösungen. Ich hatte ja eben schon mal eins genannt. Ich weiß gerade gar nicht, wie das genau mit dem Namen heißt, aber wo es zum Beispiel um das Ausfüllen von Anträgen für Arbeitslosengeld geht. Die sind alle auf der Webseite vom Hackathon, sind die Projekte verlinkt. Da kann ich den Link gleich nochmal raussuchen. Eine Auswahl von denen wird ja auch vom Prototype Fund, auch einem Projekt von der Open Knowledge Foundation, gerade gefördert, sodass da tragfähige Prototypen entstehen. Und ich denke, dass diese Projekte, das sind um die 30, glaube ich, ja auch die sind, die auf Herz und Nieren geprüft wurden und wo großes Potenzial gesehen wird. Das heißt, das sind auf jeden Fall Projekte, wo es sich lohnt, aus Verwaltungssicht genauer hinzuschauen. Aus Bürgerinnensicht gibt es natürlich auch noch sehr viele andere Projekte, die großes Potenzial haben und die in der Bewertung nicht berücksichtigt wurden, konnten oder berücksichtigt werden konnten vor allem, ja. Und ich finde, man kann auf jeden Fall sagen, mit solche Hackathons wie Wir versus Virus, also es ist super spannend, was daraus entstanden ist, dass es so erfolgreich war und dass die Bundesregierung wirklich Lust hat, da mitzumachen, Projekte zu unterstützen. Ich finde aber auch, wenn solche Ansätze funktionieren nur, also wenn wir wirklich wollen, dass die Community auch Lösungen liefert, also da haben wir schon gesagt, aber ich will das einfach nochmal betonen, dass Open Data so da eine wichtige Rolle spielt. Also wenn wir wollen, dass andere mitmachen können, das sollten wir wollen, weil es so viel gute Impulse, gute Ideen aus der Community gibt, aber dann brauchen die Zugang zu den Daten. Also die müssen ja wissen, worum es denn geht. Also wenn die irgendwie Tools zu Nachverfolgen von Fällen oder sowas entwickeln müssen, dann müssen die wirklich die Daten haben, um solche Lösungen zu entwickeln, zu verstehen, was dann überhaupt damit möglich ist. Also da gibt so viel Potenzial für Zusammenarbeit. Die Verwaltung muss dann nicht alles allein machen. Das ist auch das Schöne an Open Data. Die Verwaltung muss nicht alle Ideen haben und auch nicht alle Ideen umsetzen können. Aber mindestens die Daten, die bei einigen Projekten als Grundlage dienen, müssen die verfügbar sein. Und dann kann die Zivilgesellschaft Ideen liefern. Und ich möchte auch einfach nochmal betonen, weil ich das Gefühl habe, unsere Debatte verschiebt sich gerade auch ein bisschen. Resilienz bedeutet halt auch Strukturschaffung. Also noch einmal, es geht nicht darum, in der Krise dann von null Ideen aus dem Boden zu stampfen, sondern die Grundlagen dafür zu schaffen, dass wir uns langfristig auf Krisen vorbereiten können und die Strukturen bereits bestehen, um diese abzufedern.
Und viele Projekte, die aus unseren Communities entwickelt werden, sind bereits im Prototypenstatus oder setzen an solchen Fragestellungen an. Das heißt, solche Projekte auch kontinuierlich zu fördern, außerhalb von Krisensituationen, gerade auch außerhalb von Hackathons, die ja doch sehr abgeschlossen sind und auch nicht unbedingt den Rahmen bieten, um auf bestehende Lösungen aufzubauen, was ja auch ein wichtiger Faktor ist, den wir erwähnt haben, da noch stärker anzusetzen, gerade im Vorfeld von Krisen, wenn es gerade nicht akut ist, ist sehr wichtig. Mhm. Ich glaube, ich sehe gerade im Chat keine Fragen, die wir so noch nicht teilweise beantwortet haben. Es gibt auch die Anmerkung, dass die Anträge für die Soforthilfen, also dass es sehr gut gelaufen ist, dass es sehr schnell umgesetzt wurde von der IBB und Senatsverwaltung für Wirtschaft und das als Beispiel für eine resiliente Stadt auf jeden Fall, also solche Maßnahmen schnell umsetzen zu können, in diesem Fall durch die wirtschaftliche Krise, die aus der Corona-Zeit entstanden ist. Auf jeden Fall braucht man schnelle Reaktionen. Und ich glaube, das ist auch ein Fall, das haben die noch nicht gemacht. Also ich finde, das Beispiel zeigt auch eine gewisse Anpassbarkeit oder eine Wille, sich schnell anpassen zu können, zu merken, okay, hier müssen wir sehr schnell agieren, dann bauen wir schnell was Neues an und setzen wir das um, statt irgendwie zu denken, dass es immer noch per Post gehen muss oder mit persönlichen Scheinen oder sowas. Genau. Und vielleicht auch abschließend noch natürlich im Hinterkopf zu behalten, dass Resilienz nicht monodimensional ist. Wir leben nicht in einer Zeit, wo es nur eine Krise gibt. Es gibt viele verschiedene Krisen. Und gerade im Hinblick auf die Klimakrise erleben wir ja gerade, dass die sehr stark in den Hintergrund tritt zugunsten von Corona-Maßnahmen, dass wir ja aber auch Verwaltungen haben und Verwaltungsstrukturen, die es uns ermöglichen, viele Probleme gleichzeitig anzugehen. Es liegt natürlich auch an uns als Bürgerinnen, dann die Aufmerksamkeit für solche Themen hochzuhalten, aber auch einfach im Hinterkopf zu behalten. Verschiedene Krisen beeinflussen sich auch gegenseitig natürlich. Das heißt, da sollten wir auch multidimensional wirksam werden und Resilienz nicht nur an einem Faktor oder an einer Krise festmachen. Okay, dann ich glaube, wir machen dann Schluss. Also vielen Dank für die Aufmerksamkeit allen. Wenn ihr euch noch für solche Themen interessiert, wir, Technologiestiftung, die Open Data Informationsstelle, stellen gerne zur Verfügung. Auch natürlich das ganze Code for Germany Community ist natürlich sehr an solchen Themen interessiert. Und sonst, ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Victoria Böck. Vielen Dank, Claudia Jach, für die sehr spannende Session mit dem wirklich lebendigen Chat. Es war eine Freude zu sehen. Vielen Dank euch beiden. Habt noch einen schönen Morgen und bleibt uns doch ein wenig treu hier auf unserer Konferenz. Danke euch. Danke.